Da bin ich wieder mit einer Runde Dead by Daylight. Wir sind hier auf Haddonfield. Oh, ja, ich komme gerne mit. Danke. Genau, wir spielen anscheinend gegen die Huntress. Ich weiß nicht genau, von wo sie kommt, aber ich möchte nicht die Erste sein, die gejagt wird. Da vorne ist sie. Gut. Ich wollte euch nämlich zeigen, ich habe ja vor erst einer Woche oder so, als Elodie neu war, gezeigt, wie ihre Perks funktionieren. Und seitdem wurde es schon wieder genervt, was ich schade finde, aber verständlich. Bedeutet, dass ihr Perk Einschätzung, was ich unten ausgerüstet habe, ja, wie soll ich sagen, verschlechtert wurde, weil es einfach zu stark war. Man konnte aus einer Truhe quasi unendlich viele Gegenstände rausziehen. Ich muss eben eine Truhe finden. Denn jetzt wurde es so angepasst, dass man nicht mehr in einer Truhe alle Stacks abarbeiten kann, sondern jetzt ist es so, dass man an verschiedene Truhen gehen muss. Ich bin jetzt richtig Anti-Mate hier und suche erstmal eine Truhe. Ja. Vielleicht auch nicht. Sie versucht nochmal sich zu befreien selber. Ich habe auch geliehene Zeit dabei. Geliehene Zeit ist das Perk oben, das ist von Bill. Und warum finde ich denn keine Truhen? Jetzt nehme ich erstmal das Totem hier weg und erzähle währenddessen. Also, Einschätzung wurde so genervt, dass man an drei verschiedenen Truhen noch einmal wühlen kann. Also, wenn eine Truhe schon auf ist, dann kann man nochmal an diese dran gehen, aber halt immer nur noch einmal. Nicht alle drei Stacks nur da. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Hier unten sind doch immer Truhen. So. Natürlich nicht. Okay, also, ich will jetzt auch nicht der Über-Anti-Mate sein. Ich gehe jetzt mal hier an den Jen und erzähle dann zu geliehener Zeit weiter. Geliehene Zeit ist von Bill. Und damit kann man dieses Campen ein bisschen verhindern, denn damit kann man, wenn jemand am Haken in der Nähe des Killers, kann man dann retten. Also wenn man noch Terrorradius hat vom Killer, kann man die Person vom Haken retten und wenn diese Person dann nochmal geschlagen wird, hat die einen extra Schlag frei. Dann kriegt die unten so eine Leiste bei ihrer Namensanzeige. Ist zwar noch verletzt, aber bekommt einen Status, so wie wenn man gegen Legion spielt oder gegen den Cowboy. Ja. Und dann kann sie noch ein bisschen weiter jagen und muss sich dann aber selbst genesen, bis diese Leiste abgelaufen ist. Und das ist halt ganz schön. Da kann man dann noch mal so, das ist so ein Second Chance Perk quasi. Ich wollte es schon fertig kriegen hier. So, aber weißt du was? Ja, es tut mir natürlich leid. Kann ich jetzt aber auch irgendwie nicht so richtig ändern, wenn du da die Palette kämpfst. Holt sich mehr Äxte. Und geht wieder runter. Ich glaube, nee, sie hing erst einmal. Ich bleib mal in der Nähe mit geliehener Zeit.
kein gutes Versteck hier. Sie hat ja auch den D-Strike schon genutzt. Oh, ich habe noch Einfühlungsvermögen mit, das ist nicht so schlau. So. Sie hat keine Lust mehr. Sie hat aufgegeben. Ein bisschen schade. Da ist noch ein Totem. Und das ist das Wiegenlied. Kommt jetzt 100 pro hier hin. Ja, es war es aber leider wert. So. Immer schön ausweichen. Da ist der Keller. Das war nicht so gut. Da wollte ich nicht ausweichen. Ja, Einfühlungsvermögen ist von Claudette. Das ist rechts das Herz. Damit kann ich Verletzte sehen. Das ist nicht so schlau. Eigentlich wollte ich was anderes ausrüsten. Ach, guck mal, eine Truhe. Weil ich ja auch Verwandt links auf der 9 Uhr ausgerüstet habe. Verwandt ist auch ein Wahrnehmungsperk. Und mit Verwandt können die anderen Survivor, wenn ich am Haken hänge, die Auren aller anderen Survivor sehen. Und wenn die Killerin bei mir in der Nähe ist, so wie jetzt, sehen auch alle Survivor ihre Aura. Ich habe nicht das Gefühl, dass der wiggelt. Doch, macht er. Oh, schön gestunt. Nicht retten. Hast du geliehene Zeit? Hast du nicht. Was bringt es dann bitte? Nee. Ja. Ich konzentriere mich jetzt einmal hier kurz. Immer Gegenstände zwischen den Killer und sich selbst bringen, nach Möglichkeit. Ja. Und Verwandt ist eben ein total gutes Perk, wenn man mit Randoms zusammenspielt. Weil es oft so ist, dass die dann denken, man wäre in der SWF eventuell oder der andere geht schon retten. Und dann sitzen irgendwie alle an Gens und denken, nee, ich mach den Gen eben durch. Und so kann man sich halt irgendwie so ein bisschen besser absprechen, obwohl man nicht gemeinsam spielt. Also schon gemeinsam, aber danke. So. Sie möchte mich gerne heilen, glaube ich. So, ich hing jetzt leider schon zweimal. Hing sie überhaupt schon mal? Er kann sich selbst befreien. Deswegen hat er das gemacht. Ist gar nicht so doof. Ist das Perk von Adam. Befreiung. Werde ich auch nochmal bald zeigen. Adam spiele ich auch sehr gerne. So. Vielen Dank. Ich komme gerne mit. Sei denn, da steht eine Truhe. Tut's nicht. Oh, die Luke. Dankeschön. Danke. Ich werde nicht die Letzte sein. Oh, ich möchte auch. Cool. Ja, das Wiegenlied der Jägerin. Das habe ich ja gerade zerstört. Nee, ich möchte hier dran gehen. Ja. So. Nimm ruhig. Ich nehme das hier. Möchtest du nicht? Dann nehme ich das hier, stelle das hier zur Seite. Bitte. Okay, und dann kann ich jetzt zeigen, nochmal geht's nicht. Wurde genervt. Oh. Okay. Das war eigentlich alles, was ich zeigen wollte. Und dafür habe ich jetzt so lange eine Truhe gesucht. Jetzt habe ich einen Stack verloren. Jetzt könnte ich noch ein paar Mal an andere Kisten gehen. Also dreimal. Ein paar, dreimal. So.
Aber es ist immer noch ein schönes Perk. Ich habe sehr viel Spaß damit gehabt. Sehr viele Items aus Truhen rausgezogen. Ist natürlich unschlagbar, wenn man auch noch Ass im Ärmel mit hat. Ist eigentlich schon zu viel. Die ist noch besser, glaube ich. Nee, ich glaube, die hier ist besser. Hat die das Perk, das mal im Keller? Nee, ne? Oh je, ich bin richtig. Ah ne, sie ist über mir deswegen. Oh nein. Okay. Weißt du was? Ich gehe hier in die Ecke, ohne zu rennen. Sie wird dich hier in den Keller bringen. Und gegen die Huntress geht man nicht in Schränke. Das heißt, ich hoffe einfach, dass sie mich hier nicht findet. Ich habe so einen Herzschlag, das glaubt ihr gar nicht. So. Lol. Dwight war fleißig, du hast geliehene Zeit, keine Angst. Oh, und du hast Nöt. Ich habe zwei Totems weggenommen. Und ihr? Ja, es passiert. Huntress mit Nöt. Ungewöhnlich. Finde ich. Aber es ist nicht so schlimm, ich muss nicht rauskommen. Ich glaube, ich habe nicht so viel gerettet, nicht so viel an Generatoren gearbeitet. Verfolgungsjagd war okay. Ja, ich muss nicht entkommen. Es ging hier ja hauptsächlich darum, was zu zeigen. Da kann man das auch mal entspannt sehen. Ich gehe hier in eine Palette. Ich krieche dir mal einfach entgegen. Oh, ich krieche mal zur Luke. War die nicht da hinten? Ich krieche zur Luke. Versucht jetzt noch alle zu kriegen. Ich bin zu weit weg. Das schaffe ich niemals. Wer hat eigentlich all die Generatoren gemacht? Sorry, ich habe nur einen gemacht, glaube ich. Ich hätte gerne das Perk, wo man schneller kriecht. Kann ich bitte raus? Naja. Hat dafür nicht gereicht, leider. Aber die andere Elodie ist rausgekommen. Weil ich im Keller abgehangen habe. Ist doch auch schön gewesen. Ja. Und das war's dann auch schon. Ich guck mal eben, ob ich überhaupt irgendwie... Wahrscheinlich habe ich wieder einen Black Pip. Wenn ich sogar Minus-Pip gekriegt. Oh, Black-Pip immerhin. Jo, ich habe auch echt nicht viel gemacht. Ja. Was hatte sie noch? Nö, das Wiegenlied. Also hätten wir einfach schön Totems gemacht, wäre es nicht so problematisch gewesen. Stampiger Schlachter und verbittertes Murmel haben wir schon wieder. Ist immer... Achso, nee, verbittertes Murmel verwechsel ich immer. Ja, deswegen wusste sie dann teilweise, wo wir sind, wenn die Generatoren angegangen sind. Ja, aber war doch eine ganz witzige Runde. Ja. GG und bis bald.